Die Bergzeit am zweiten Donnerstag im Monat März mit diesen Themen. Märchenhaftes. Bayerfelder Künstlerin präsentiert im König-Albert-Turm. Hinreisendes. Winterstein-Theater feiert besondere Premiere. Und Leckeres. Auer Viertklässler füttern Zootiere. Glück auf, liebe Zuschauer, zur Sendung am 9. März. Hätten Sie gestern auch gerne Feiertag gehabt? Wie der Kreisvorsitzende der Linken, Rico Gebhardt, wissen lässt, ist der Internationale Frauentag bereits in 26 Staaten ein gesetzlicher Feiertag. Wenn es nach Gewerkschaften, Landesfrauenrat Sachsen, Linken und anderen Unterstützung ginge, wäre der 8. März auch im Freistaat bald ein Feiertag. Für einen diesbezüglichen Volksantrag sollen bis zum 31. August 2023 laut Gebhardt mindestens 40.000 Unterschriften gesammelt werden. Zu einem anderen Thema, meine sehr geehrten Damen und Herren, nämlich zur Kultur. Oft ist zu hören, kulturell wird im Erzgebirge nicht viel geboten. Stimmt aber gar nicht, wie der Beginn unseres Nachrichtenüberblicks einmal mehr zeigt. Eine Deutschlandpremiere steht am Eduard von Winterstein Theater Annaberg Buchholz an. Am Sonnabend um 19.30 Uhr hebt sich erstmals der Vorhang für die deutsche Erstaufführung von Andersen – Ein märchenhaftes Leben in der Inszenierung von Birgit Simler. Das Musical mit der Musik des amerikanischen Komponisten Frank Loesser basiert auf den Musikfilm Hans Christian Andersen und die Tänzerin, mit Danny Kaye in der Hauptrolle, der in den 1950er Jahren ein Welterfolg war. Es schildert den Weg des jungen Schusters Andersen, der seine Heimatstadt Odense verlassen muss, damit er mit seinen Märchen den Kindern nicht den vernünftigen Kopf verdreht. Fast 50 Jahre nach seiner Entstehung wird dieses hinreißende, schöne Stück zum ersten Mal in Deutschland auf die Bühne gebracht. Und zwar in Annaberg Buchholz. Der Verein Welterbe Montanregion Erzgebirge bietet am 2. Mai 2023 gemeinsam mit dem Kulturraum Erzgebirge Mittelsachsen eine Lehrfortbildung an. Unter dem Titel Welterbe Montanregion Erzgebirge Gruschnechori – Entdecken und Erleben vor Ort ist eine Busexkursion an ausgewählte Welterbestandorte in der Montanregion geplant. Start wird am Bergmagazin in Marienberg sein. Steve Ittershagen, Geschäftsführer des Welterbevereins. Seit 2019 ist unsere Montanregion UNESCO-Welterbe. Damit verbunden ist ein umfassender Bildungsauftrag. Um diesen zu erfüllen, organisieren wir unter anderem auch Lehrfortbildungen. Bereits im letzten Jahr konnten wir eine Busexkursion anbieten. Die Veranstaltung war sehr nachgefragt und schnell ausgebucht. Auch in diesem Jahr freuen wir uns wieder auf viele Teilnehmer und eine erlebnisreiche und informative Fortbildung. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist einer der entscheidenden Gründe, warum die Montanregion Erzgebirge Gruschnechori 2019 den Welterbetitel erhielt. Eine gemeinsame montane Geschichte verbindet die Region diesseits und jenseits der sächsisch-böhmischen Grenze. Die verantwortlichen Trägervereine in Deutschland und der Tschechischen Republik tauschen sich auf verschiedenen Ebenen regelmäßig aus. Anfang März fand in Karlsbad die turnusmäßige Vorstandssitzung des tschechischen Trägervereins statt. Vertreter des Welterbe Montanregion Erzgebirge waren zu Gast und stellten den aktuellen Planungsstand der Welterbe-Besucherzentren und Infopunkte vor. Auch im böhmischen Teil der Montanregion sind Besucherzentren als Anlaufpunkte für interessierte Gäste und Einwohner geplant. Füttern erlaubt. Das galt am Mittwoch für Auer Grundschüler im Zoo der Minis. Die Kinder hatten sich nämlich vorbereitet und Leckereien für die Tiere dabei.
Unterstützt wurden die Mädchen und Jungen unter anderem von Jennifer Brandt, der Vorsitzenden des Fördervereins Grundschule Auerhammer. Wir sind heute hier im Zoo der Minis in Auer mit der Klasse 4 der Grundschule Auerhammer. Ich selber bin vom Förderverein der Grundschule Auerhammer. Wir hatten uns voriges Jahr schon überlegt, mal hierher zu kommen mit den Kindern und die Tiere zu füttern mit Äste vom Obstbaum, das ist vom Apfelbaum. Und heute sind wir in der Klasse 4 da und wir füttern wieder die Tiere, damit die Tiere auch was haben. Und die Kinder haben Spaß dran, die sind hierher gewandert und wandern dann auch wieder mit nach Hause. Den 8. März werden die Schüler als einen besonderen Schultag in Erinnerung behalten. Die Obstzweige sind sehr gutes Futter und wurden von den Minis im Auer Tiergarten gern gefressen. Aber auch die Kinder hatten ihre Freude. Und so haben wir mal ein bisschen Ausgleich von der Schule. Wir können einfach mal einen spannenden Tag oder Vormittag hier im Zoo der Minis in Aue verbringen. Der Zoo der Minis in Aue zeigt übrigens auch im Winter in einer weltweit einzigartigen Kollektion die kleinsten Haustiere der Welt und viele seltene Zwergformen von Wildtieren. Geöffnet ist derzeit von 9 bis 16 Uhr, nach Umstellung auf die Sommerzeit bis 18 Uhr. Die Landesdirektion Sachsen hat den Bau einer Unterführung des Mulderadwegs unter der B283 in Wolfsgrün genehmigt. Das Vorhaben erhöht die Sicherheit und Qualität der als Premium-Radweg deklarierten Strecke. Mit der nun erfolgten Plangenehmigung kann die Unterbrechung zwischen dem bereits 2013 bestehenden Radweg von Aue nach Wolfsgrün und dem neuen Abschnitt von Wolfsgrün Richtung Talsperre Eibenstock geschlossen werden. Auf Antrag des Zweckverbandes Muldentalradweg sollen beide Abschnitte durch eine Radwegunterführung unter der B283 miteinander verbunden werden. Die Teilstücke treffen am ehemaligen Bahnübergang in Wolfsgrün aufeinander. Derzeit sichern dort sogenannte Umlaufsperren die Straßenüberquerung für Radfahrer. Der Winter ist im Erzgebirge zurück. Ski und Rodel gut. Zu den schneesichersten Pisten im Erzgebirge zählt der Skihang in Karlsfeld. Dort hatten am Dienstag Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte Kneipknirpse Bad Schlemer im Skifunpark einen Termin mit dem Skilehrer und mit Wurzelrudi. Was sie dabei erlebt haben, zeigen wir in der Bergzeit am Freitag. Im Stadtgebiet von Schwarzenberg wird wieder regelmäßig außerhalb der Dienstzeiten der Stadtverwaltung auf Streife gegangen. Oberstes Ziel ist die Erhöhung von Ordnung und Sicherheit im Stadtgebiet. Wie die Stadtverwaltung Schwarzenberg mitteilt, sind seit dem 1. März dazu Mitarbeiter der Firma PSS, Professional Security Service, Dienstleistungen auf öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Anlagen unterwegs. Sie sollen unter anderem die Polizeiverordnung durchsetzen, Ordnungsverstöße feststellen, Vandalismus, Schäden und Lärmbelästigungen verhindern sowie auf Personen Einfluss nehmen, die die allgemeine Ordnung stören bzw. andere belästigen. Der Streifendienst erfolgt in enger Abstimmung mit dem städtischen Ordnungsamt und in Zusammenarbeit mit dem Polizeivollzugsdienst. Im August-Horch-Museum Zwickau wird es windschnittig. Vom 10. März bis zum 22. Oktober ist eine Sonderausstellung zu Automobil und Aerodynamik zu sehen. Dabei darf in besonderem Maß der Rennsport nicht fehlen. So konsequent Forschungsergebnisse dort auch erfolgreich umgesetzt wurden, bei der Übertragung auf Serienfahrzeuge fanden sie bei Käufern nur langsam Akzeptanz. Einzigartige und seltene Fahrzeuge, auch innerhalb der spektakulären Dauerausstellung, verdeutlichen das Streben nach Effizienz, Nachhaltigkeit und Design in verschiedenen Facetten. Und genau dieser Entwicklung, die von jenen bedeutenden Persönlichkeiten der aerodynamischen Forschung im Automobilbau bis zum Zweiten Weltkrieg vorangetrieben wurde, widmet sich die neue Sonderausstellung im August-Horch-Museum in Zwickau. Vom Streben nach der idealen Form über Versuchsobjekte bis zur Pseudostromlinie dokumentieren 13 Großexponate, 26 Modelle und 6 Experimentier- und Medienstationen diesen Weg.
Das Quartiersbüro Stützengrün war im vergangenen Jahr im Rahmen des Nachbarschaftspreises Landessieger in Sachsen. Ab März 2023 möchte es das nachbarschaftliche Zusammenleben mit einer monatlich stattfindenden Kochgruppe bereichern. Das erste Treffen ist für den kommenden Dienstag im Quartiersbüro der AWO Erzgebirge im Stützengrüner Ortsteil Hunsübel geplant. Eingeladen sind alle Interessierten, die Freude am Kochen und an der Gemeinschaft haben. Die Teilnehmer tauschen sich zu Rezepten, darunter auch alten, aus und kochen diese gemeinsam. Im Anschluss ist vorgesehen, in gemütlicher Runde zusammenzusitzen und natürlich zu essen. Ein Jubiläum kann am Samstag die Reihe Lugauer Rathauskonzert feiern. Zur 75. Veranstaltung präsentieren Roland Kick, Gesang und Trompete, und Ulrike Wülfrath, Moderation, das Programm That's Life, die großen Erfolge von Frank Sinatra. Beginn ist am 11. März, 19 Uhr, im Ratssaal des Lugauer Rathauses. Das besondere Exponat. Wolfgang Uhle, dem Festfahrer von Annaberg, 1569 bis 1594, Pfarrer zu Breitenbrunn. In Großbuchstaben ist diese Inschrift auf einem Gedenkstein zu lesen, den man vor der Breitenbrunner Christophoruskirche finden kann. Der 1510 in Elterlein geborene Wolfgang Uhle war eine Zeit lang auch in Breitenbrunn als Pfarrer tätig. Bekannt wurde Uhle aber als Pestpfarrer von Annaberg. Vorausgegangen war ein turbulentes Leben. Weil er einen Dorfrichter erschlagen hatte, war Uhle in die Wälder Böhmens abgetaucht. Als 1568 in Annaberg die Pest ausbrach, durfte er als Seelsorger für die Pestkranken in seine Heimat zurückkehren. Im August-Horch-Museum Zwickau beginnt, wie eben gesehen, eine neue Sonderausstellung. Im Wasserschloss Klaffenbach ist es am Sonntag soweit. Wir werden morgen darüber berichten. Im König-Albert-Turm in Grünhain-Bayerfeld ist seit einer Woche eine neue Sonderausstellung zu sehen. Eine märchenhafte Ausstellung. Wir waren zur Eröffnung für Sie mit dabei. Einen Turm, den stellt man sich vor, wenn man an das Märchen Rapunzel denkt. Auf dem Spiegelwald in Grünhain-Bayerfeld gibt es einen Turm, den König-Albert-Turm. Auch der ist jetzt ein Märchenturm. Weil die touristische Einrichtung nicht nur ein Ausflugsturm ist, sondern auch ein Ort für Ausstellungen. Und endlich ist mal Märchenhaftes dran. Eine Ausstellung unter diesem Titel von Bärbel Bitterlich wurde am 2. März im König-Albert-Turm eröffnet. Mit dabei waren die Bürgermeister von Grünhain-Bayerfeld und Lauter Bernsbach, Mirko Geisler und Thomas Kunzmann sowie die Bayerfelder Künstlerin. Mit kleinen Geschichten entführte Bärbel Bitterlich die Gäste in die Welt der Märchen und Naturgeister. Musikalisch wurde die Ausstellungseröffnung von der Band Ohne Namen begleitet. Die Schau Märchenhaftes zeigt bewegliche Holzbilder, Linoldrucke, Acrylmalereien und kleine Buchminiaturen. Das Besondere an der Präsentation: Die Werke enthalten meist kleine, märchenhafte Geschichten, welche es zu entdecken gilt. Am 16. März bietet die Künstlerin Bärbel Bitterlich von 15 bis 17 Uhr einen Kinderworkshop an. Die Teilnehmer können dabei ihrer Fantasie zum Thema Frühling freien Lauf lassen und unter Anleitung künstlerisch gestalten. Die Teilnahmebedingungen und die Kontaktdaten sehen Sie eingeblendet.
Die Ausstellung kann bis Ende April zu den Öffnungszeiten des König-Albert-Turms besichtigt werden. Freunde des Märchenhaften sollten sich die Schau nicht entgehen lassen. Denn nach Ende April heißt es, es war einmal. Jetzt wollen wir an ein Ereignis vergangener Tage erinnern. Wobei, so lange liegt das folgende Ereignis gar nicht zurück. Am 11. März 2018, einem Sonntag, war in Leukersdorf eine Glockenweihe. Schauen wir mal, was Sven Schimmel vor 5 Jahren darüber zu berichten wusste. Für die Christen in Leukersdorf hat das lange Warten auf das neue Geläut ein Ende. Am Montag wurden die 2 neu gegossenen und die 2 restaurierten Kirchenglocken in den Turm gehoben. Bis Ostern soll der Einbau in den Dachreiter abgeschlossen werden, damit in der Osternacht ab 5 Uhr das vollständige Geläut zum ersten Mal erklingen kann. Ewigkeitsglocke ziert der gut zu Ostern passende Bibelvers: Jesus Christus spricht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Anfang März waren alle 4 Glocken nach Leukersdorf gebracht worden. Am Sonntag, dem 11. März, wurden sie dann in einem Festgottesdienst geweiht. Dabei wurden die Glocken angeschlagen. Viele Kirchgänger hörten da den Klang ihrer neuen Glocken zum ersten Mal. Lange hatten sie darauf gewartet. Als 1997 die Kirche nach umfassenden Sanierungsarbeiten neu geweiht wurde, war der Wunsch nach einer Restaurierung der damals 3 Glocken unerfüllt geblieben. Erst im Jahr 2014 beschloss der Kirchenvorstand, die Aufgabe anzugehen. Richtig los ging es dann vor 2 Jahren. Am 18. April 2016 wurden die 400 Jahre alten Bronzeglocken vom Turm genommen. Damals ahnte in Leukersdorf keiner, dass es noch fast 2 Jahre dauern sollte, bis das Geläut wieder erklingen kann. Leukersdorf hat vor 5 Jahren ein neues Geläut bekommen. Ja, und seinerzeit ist da auch ein längerer Beitrag dazu entstanden. Den können Sie dann ab Freitagabend eine Woche lang in Guckner, unser Erzgebirge, sehen. In der Bergzeit vom Freitag geht's nochmal um die Schnitzertage, speziell um den Ehrenpreis Goldenes Schnitzmesser. Außerdem, man mag es bei diesem Wetter kaum glauben, beginnen am Montag etliche Straßensperrungen. Wir sagen Ihnen morgen hier in der Bergzeit, welche das sind. Für heute war's das aber jetzt. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und Glück auf!
Mit TTM kann der Frühling kommen. Sparen Sie jetzt satte 20% bei Markisen nach Maß. Gelenkarmmarkise Made in Germany, jetzt ab 699 Euro. Balkonmarkise ab 2 Meter Breite, zum Aktionspreis ab nur 248 Euro. Sparen Sie jetzt 20% auf Plissés, Rollos und Jalousien nach Maß. Und lassen Sie die Profis ran. Wir nehmen Maß, liefern und montieren alles fachgerecht. Das Wichtigste bei TTM ist unser Komplettservice, von der Beratung bis zur Montage bei Ihnen zu Hause. Denn nach dem Kauf liefern und verlegen wir Ihre Böden kostengünstig und professionell. So werden auch Ihre Traumgardinen und Stoffe direkt in unseren Häusern für Sie zugeschnitten und genäht. Auch das Ketteln nach Maß, direkt nach dem Kauf, gehört bei TTM einfach dazu. Das sind alles nette, zuverlässige Mitarbeiter. Wir tun seit 15 Jahren zusammenarbeiten. Das macht es natürlich, sag ich mal, einiges leichter. Man kennt die Leute seit 15 Jahren. Und ja, es macht eigentlich jeden Tag wieder Spaß. Ob bei der Gestaltung Ihrer Fenster oder bei der Verlegung von Vinylböden, PVC, Laminat oder Teppichboden. Wir bei TTM legen großen Wert auf unsere kompetenten und gut ausgebildeten Fachleute. Mit TTM kann der Frühling kommen. Der Tipp des Monats: Teppichrasen schon ab 2,49 der Quadratmeter. Spannplissé zum Mitnehmen schon ab 12,99. Teppichboden melierte Schlinge nur 8,45 der Quadratmeter. Ich bin die Kerstin Schaffner. Ich bin Marktleiterin beim TTM Markt in Lößnitz in unserem schönen Erzgebirge und unser Team freut sich auf Sie. Für ein schönes Zuhause. Mit TTM, Ihrer Nummer 1, immer gut beraten. Gesunder Blutdruck? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Information unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Wir haben dafür gesorgt, dass Sie in Verbindung bleiben. Dass unsere Kinder weiterlernen können. Dass Sie Ihre Geschäfte erledigen können. Wir haben Sie entspannen lassen. Spielen lassen. Haben Spaß gebracht und manche Langeweile bekämpft. Dafür haben wir uns richtig krumm gemacht. Für Highspeed-Internet bei Ihnen zu Hause. Über Ihr Fernsehkabel mit KM3. Bestellen Sie jetzt Ihren Anschluss an die Zukunft mit KM3. Verfügbarkeit, Beratung, Tarife und Bestellung auf km3.de, per Telefon oder bei einem unserer Servicepartner vor Ort. KM3 – Ihr Anschluss an die Zukunft. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose.